Moin, liebe Top-Familie, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Among Us in Real Life, Villa der Liebe. Sherlock Daniel meldet sich zurück. Hab für mich kurz die Pause gemacht, hab mir so Among Us Folgen angesehen, kurz so eine kreative Pause. Ich weiß noch nicht, ob ich heute die ganze Serie schaff, mal gucken, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind bei Folge 7, genau, mit dem Titel, sie sind im Keller gefangen. Ich frage mich, was das bedeutet. Die sind im Keller gefangen. Einige sind im Keller gefangen, aber naja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn euch das Video jetzt schon gefällt, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Glocke aktivieren, werde Teil der Top-Familie. Und dann würde ich sagen, kann es weitergehen. Zack. Ich bin ready to take off. Wir können gehen. Hier ist es alles gut. Es ist nichts gut. Ganz ehrlich, ich sehe nur scheiß Villa der Liebe. Fick dich. Mann, wir haben alles abgesucht. Wir haben Rot nicht gefunden. So, Leute. Nichts. Hier haben wir unseren Verräter. Was hast du gemacht? Schwarz. Was hast du gemacht? Ich finde diese Melodie echt cool. Schwarz ist es nicht. Sind es beide? Sind es Vanessa und Ina? Und spielen allen was vor? Ich erwarte immer noch eine Erklärung von dir, wieso die Sachen von Rot bei dir im Bett lagen. Du warst es selbst. Okay. Also zumindest mit den Sachen. Letztes Mal. Ich habe keine Ahnung. Irgendjemand muss mir die Klamotten untergejubelt haben. Denkt ihr ernsthaft? Mhm. Ich bin so dumm. Und löse Lina in meinem Bett auf. Denkt ihr, ich bin so dumm? Ihr werdet alle Idioten, wenn ihr das glaubt. Und du denkst, wir sind so dumm, oder? Was? Weißt du, was ich denke? Ich denke, du wirst die ganze Zeit nur selber von dir ablenken. Und es ist ja total unrealistisch, dass man sich selber was unterjubelt, ja? Also, ich glaube, das ist alles nur deine Scheiß-Taktik. Wer ist meine Meinung? Sorry. Ist so ernst? Ja, ist die Wahrheit. Du bist raus, Mann. Okay. Oh. Interessant. Wisst ihr, was auch interessant ist? Ich hab nicht für schwarz gewotet. Nur mal ihm zu. Aber, deswegen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Aber das bedeutet jetzt, schwarz ist draußen. Hellblau kann es immer noch sein. Hellblau fällt aber für den ersten und für den zweiten. Kill, Eliminierung, Auflösung, weg. Für den dritten nicht. Boah, ich finde das sehr, sehr spannend. Orange-Schwarz bislang. Für mich sind es immer noch zwei. Und das Ding ist, jetzt ist ein Crewmate weniger. Meiner Meinung nach. Ja, Orange. Orange habt ihr ja einfach rausbekommen hier, ne? In den Keller gestopft. Aber mich? Ich bekomm den nicht so leicht raus. Ich bin kein scheiße Prozess davon! Ich bin kein Verpickter! Lass mich sofort! Wir werden das behalten! Wir werden sterben! Oh, ihr werdet alle sterben. Ist er weg? Okay, ich sehe nichts mehr. Müsst ihr nicht eigentlich jetzt irgendwie so im Zaun kommen? Doch, oder? Doch, kommt jetzt. Warte. Kommt einer? Ja, aber da kommt nichts. Fuck, Leute. Er war kein Verräter. Oh. Scheiße. Das war klar. Das war ziemlich offensichtlich. Also, was ist offensichtlich? Aber es war logisch aus vielerlei Hinsicht, dass Schwarz es nicht ist. Okay, passt auf. Wir fassen mal zusammen. Orange ist nicht mehr oben. Wir müssen es so sagen. Oder Orange ist nicht mehr da, war Imposter. Dunkelgrün ist nicht mehr da. Crew. Braun. Crew. Auch draußen.
Schwarz Crew. Rot Crew. Sprich zwischen Pink, Hellblau, Violett, Hellgrün, Gelb, Dunkelblau und Weiß. Sind noch zwei Imposter. 2 gegen 5. Das wird knapp. Das wird knapp. Ich drücke ja den Impostoren die Daumen. Ich bin immer für die Impostoren, muss ich zugeben. Das ergibt absolut keinen Sinn. Doch. Das ergibt keinen Sinn. Orange, dunkelgrün, braun, rot, rot lag. Es lag in Schwarzbett und schwarz ist es nicht. Weiß, schwarz war es nicht. Beruhig dich, Weiß. Ich glaube einfach nicht, dass jeder mir sagt, ich soll mich beruhigen. Ich habe das Gefühl, jeder von euch unterschätzt die gesamte Situation. Hier könnte irgendein Psycho sein und die Leute abstechen, die aufgelöst Weiß, werden. Und wir wissen gar nicht. Hör auf! Hör auf, mir zu sagen, ich soll mich beruhigen! Da war jemand, oder? Wir wissen nicht, wer es ist. Schwarz war es nicht und das ergibt gar keinen Sinn. Da steht Rot jemand. Die Klamotten waren in seinem Bett. Regina, Regina! Regina, beruhig dich, bitte. Es wird dir nichts passieren, ich verspreche es dir, okay? Wie kannst du sowas versprechen? Vertrau mir, ja? Komm. Vertrau mir. Oh, mach den bisschen sass. Oh, und der Rivale. Der Rivale um Regina auch, aber beide traue ich es auch zu, noch Imposter zu sein. Ist nicht so einfach, jetzt die letzten beiden rauszubekommen, aber ich bin mir so bei einem ziemlich sicher, und zwar einer von Couple on Tour. Einer von Couple on Tour, für mich safe. Ich tendiere irgendwie ein bisschen mehr zu Ina. Ein bisschen mehr. Aber... mal gucken. Muss es weiter beobachten und... werten. Guten Morgen. Oh. Hi, guten Morgen. Boah, ich hab die Nacht so scheiße geschlafen. Ich hab... glaube ich, Schwarz einfach Unrecht angetan. Ich weiß nicht, ich habe mir die ganze Zeit Vorwürfe gemacht, weil ich ihn, glaube ich, total zu Unrecht da unten reingeschickt habe und wir einfach, glaube ich, alle nur Opfer des Spiels sind und er es gar nicht verdient hat, da unten zu sein. Mama, die nicht so fertig. Ja, doch. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Wir sollten den richtigen Verräter entlarven. Hast du denn schon einen Verdacht? Ich habe da so eine Idee, weil mir ist was aufgefallen. Ja. Hellgrün war immer nicht dabei. Echt? Du willst wirklich deinen Verlobten verletzen? Oh. Okay. Boah, ich hab da so einen ganz leisen Verdacht. Warum steht da mein Bart? Oh Gott. Ich hab mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist sinnvoll, weil uns das mit Schwarz, was uns da passiert, das nicht nochmal passieren darf, denn das ist ein Riesenproblem. Wir haben noch einen Imposter. Den letzten Imposter müssen wir klug wählen. Du machst mir Angst. Wenn wir den Falschen wählen, dann sind wir weniger in der Crew und dann hat der Imposter noch mehr Macht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir weise vorgehen. Deswegen habe ich hier eine kleine Pro- und Kontraliste gemacht. Für jeden Einzelnen. Und ich glaube, man muss die Sache nur verstehen. Und ich hab schon was herausgefunden. Warte kurz, ich habe die Lösung für dein Problem. Du brauchst nicht mehr zu suchen. Ich weiß, wer die letzte Verräterin ist. Ich glaube, ich weiß es auch. Gut, es ist meine Verlobte Ina, gelb. No joke. Es wäre der Spielzug des Jahrhunderts, wenn es beide sind. Ich würde es so feiern. Ich würde es so feiern, wenn es beide sind. Deswegen eben zu meiner Lache. Ey, die kam echt so aus dem tiefsten Herzen. Könnte mir so gut vorstellen, dass es beide sind. Einer von beiden aber auf jeden Fall. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es beide sind. Also ist wirklich so. So. Ha. Jonas ist bei mir auch noch nicht so ganz weg. Er und eben Theo kann ich mir noch so gut vorstellen. Wen hat er denn unter Verdacht? Also so von der Wortwahl her bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ist es nicht Pink?
Oh, okay. Ja. Ina? Ja, definitiv Ina. Verdächtigen sich gegenseitig. Raffiniert. Hi. Du Gelb und ich wollen uns was zu essen machen. Möchtest du auch was? Nee, ganz ehrlich, seit gestern ist mir der Appetit ein bisschen vergangen. Es tut mir leid, weißt du, ich weiß, du mochtest Schwarz und ich mochte ihn auch irgendwie, aber es geht halt irgendwie um 1 Million Euro. Oh mein Gott, können bitte einfach alle aufhören, über dieses scheiß Geld zu reden? Warum geht's euch nur ums Geld? Ich check's langsam nicht mehr, das ist kein Spiel mehr. Das sollte ein Spiel sein, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ein soziales Experiment, in dem einfach nur geguckt wird, in was für Abgründe sich Menschen stürzen. Hat er gar nicht Unrecht. Und ich finde, also ich habe euch schon mal, wo habe ich euch hier davon erzählt, oder irgendwann in Krass-Klassenfahrt, weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt einen sehr, sehr tollen Film, der heißt The Philosophers. Und das ist ein Film mit sozialen Experimenten. Es geht darum, da sind Schüler und die müssen sich immer so gewisse Szenarien vorstellen. Sei es nun eine postapokalyptische Gegend, sei es eine Insel, sei es, ich weiß nicht mehr was alles, aber jedenfalls. Und dann müssen die so entscheiden, aufgrund von Jobs, wer hat es verdient zu leben? Wer darf in diese Bunker leben? Natürlich kann man das jetzt nicht hiermit so vergleichen, aber sehr guter Film, kann ich euch nur nahelegen. Und ich finde, durch soziale Experimente werden immer Abgründe irgendwie doch so klar. Und auch wer sich so aufspielt, wer das Reden übernimmt, wer dafür sorgt, dass jemand rausfliegt. Ja, also ich finde, das wird schon klar, auf jeden Fall. Und da hat er gar nicht so Unrecht. Ich würde ihn tatsächlich schon fast mittlerweile tatsächlich rausnehmen. Ich finde, es wäre echt zu genial, wenn er es ist. Habe ich aber auch so gesagt. Genau deswegen verdächtige ich ihn, dass er und Impostor-Kollegin, weil ein Mädchen hat ihn ja eingesperrt, deswegen einsperrt, um ihn nicht sass zu machen. Das wäre nämlich ein schlauer Spielzug und wäre schlau. Aber so wie er mit den Worten umgeht und emotional reagiert, würde ich ihn rausnehmen. Aber das kann auch wieder ein schlauer Imposter sein, der Psychospielchen macht. Also, ich bin noch nicht ganz von dem Gedanken weg, dass er es sein könnte. Wegen ihrer scheiß Habgier, ganz ehrlich? Du kannst gerne weiter Leute in die Kellertür schmeißen, aber ich bin da raus. Hey, sorry, du bist doch nur so sauer, weil du jetzt deine scheiß Aufgabe nicht mehr erledigen kannst. Okay. Ja. Vielleicht ist es meine Aufgabe. Und vielleicht habe ich jetzt schon verloren und habe meine Aufgabe verkackt. Aber bei Schwarz hast ganz alleine du verkackt. Naja, sie hat ihre Aufgabe bewältigt, weil sie dafür sorgen musste, dass Schwarz rausfliegt. Er sollte dafür sorgen, denke ich jetzt mal, aber wir wissen es zwar nicht ganz genau, dass zwei ein Paar werden. Und das kann er jetzt nicht mehr schaffen bei Hellblau und Schwarz. Es muss Gelb sein. Warum? Als die anderen aufgelöst wurden, sie war nie dabei oder als Pink eingesperrt wurde, weißt du? Okay, bei Dunkelgrün, da habe ich gelogen, aber ich dachte nicht, dass meine Verlobte sowas machen kann, weißt du? Du musst mir vertrauen. Sie ist die letzte Verräterin. Wir müssen was dagegen unternehmen. Die letzte Verräterin? Ja. Die letzte Verräterin. Ich muss dir von einem Gesprächsfetzen erzählen, den ich gehört habe gestern, als ich vor der Tür... Ich habe vor der Tür von Weiß und Violett gestanden, mehr oder weniger zufällig gelauscht. Und ich habe aufgeschnappt, wie Violett zu Weiß gesagt hat, dass er gewährleisten will, dass ihr nichts passiert. Verstehst du? Er hat dir das angeboten. Und wie meinst du? Es gibt im Grunde nur eine Person, die ganz sicher anbieten kann, dass einer anderen Person nichts passiert. Und das ist der Imposter. Du hast recht. Violett könnte der Imposter sein. Du hast recht. Ja, könnte. Du kleine Ratte. Ich habe alles gehört. Es scheint sich mal auszuwählen, ne? Was ist das? Hey, entspann dich. Wow. Soll ich mich entschuldigen, dass ich hier mitmache bei dem Spiel? Das sind die Regeln des Turniers, so ist das. Das sind die Regeln? Sind die Regeln auch, dass du hier so ein abgefucktes Spiel spielst? Hä? Hä?
Oh. Digga, geh mir nicht auf den Sack, okay? Lass mich einfach in Ruhe. Und weiß auch. Danke, jetzt kann ich. Welche alle einsam. Das wäre gut ausgegangen. Ich weiß nicht, Violett kann gut möglich sein. Oh, ich weiß nicht, ich muss Folgen abwarten und mich dann bald entscheiden, für welche zwei ich mich festlege. Ich möchte natürlich nicht erst, also ich glaube nicht, dass die letzten beiden in der letzten Folge fliegen. Das heißt, ich muss mir relativ sicher sein. Orange hatte ich ja auch so auf meiner Sussliste. Vanessa, Ina, Jonas, Theo, Tim. Sprich, von den Farben nochmal eben her. Hellgrün, Gelb, Dunkelblau, Pink. Und Violett. Das sind tatsächlich meine Verdächtigen. Deswegen schieße ich Weiß auch tatsächlich so von der Spielweise her aus. Sie hätte doch diejenige sein können mit dem Einsperren. Kommt von den Haaren hin, aber ähnliche Haare hat auch Ina. Also bei Ina, ich weiß nicht, das hat mir so ein Bauchgefühl, ich weiß nicht warum. Und dann bin ich irgendwie noch, wenn ich noch jemanden zweiten nennen müsste, ich glaube, ich weiß nicht warum. Maybe Pink. Maybe wegen Vlesk, keine Ahnung. Oder eben Vanessa. Das wäre so aktuell meine Theorie, wenn ich mich festlegen müsste. Oranges bringt nichts. Oh. Nenn mich nicht Orange. Mann! Ich will hier endlich raus. Oh, lol. Also wird es nichts. Wenn es so weitergeht, müssen wir uns selbst essen. Ich esse hier niemanden. Oh, sie wird wach. Oh. Okay, Lina, bleib cool. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Wo sind wir? In der Hölle. In der Hölle. Oh, Leute, wie geil, man sieht deren Sicht auch. Ich kann das hier einfach alles nicht mehr. Ich muss hier unbedingt raus. Willst du mich rollen? Ich glaube, du willst mich verarschen, oder? Hört auf! Ist der ernst? Kalaktion, oh. Ich werde sie umbringen. Ich werde Halbler umbringen. Oh, Vanessa. Ei, du bist bei mir auch total Verdacht, deswegen. Boah, spannend. Das ist echt spannend. Ich habe wenig Notizen jetzt so aus dieser Folge so für mich geholt. Nur so ein bisschen. Also jetzt keine Notizen, die ich mir aufschreibe, sondern eher so, was ich mir merke. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Reactions. Wenn das so ist, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren. Werdet Teil der Top-Familie. Mein Gehirn rattert und rattert. Auf jeden Fall finde ich es cool, nur mit dem Tier kurz am Ende drangehangen, dass man jetzt tatsächlich noch auch die Welt, die Sicht von denjenigen sieht, die nicht mehr im Spiel mit dabei sind. Finde ich gut, freut mich. Wäre sonst so ein bisschen schade, wenn man nur noch die sieht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr euch auch. Ihr wisst, was zu tun ist. Und mir wird dann nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Schaut, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss.